Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd in Black Ops Cold War auf der Map Checkmate. Die haben wir länger nicht mehr gespielt, ist jetzt nicht gerade meine Favorite Map. Es gibt ein paar ganz, wir suchen natürlich als erstes. Es gibt ein paar ganz nice Items. Wir haben fast wieder die gleichen Leute in der Lobby wie eben. Ich drück den Nuke, hat ein echt cooles Abzeichen. Kylie auch. Ja, hört doch auf mich zu schießen. Mal gucken, vielleicht antwortet mir heute mal einer, eben in der Lobby auf jeden Fall nicht. Ja, ich nehme noch eine Runde auf. Also ist noch die gleiche Aufnahme wie gestern. Für euch gestern, für mich vor 3 Minuten. Und es gibt einfach nicht mehr so viele Lobbys um die Uhrzeit. Deswegen sind relativ viele Leute von eben einfach wieder in der Lobby. Ich habe hier auf der Map auf jeden Fall ein paar nice Versteckideen bekommen. Und die würde ich auch gern ausprobieren. Aber dafür müssen wir auch ein bisschen Item-Luck haben. Okay, wild. Hätte safe gedacht, hier chillt einer. Hopp. Aber scheinbar nicht. Die schimmern so schön hier, die Kisten. Wenn wir noch gleich mal drauf schießen. So, ich gehe mal hier hinten gucken. Hier habe ich mich immer ganz gerne versteckt. Kommt man da drauf? Nee. Hier kann man ein bisschen rausgucken aus der Map. Wird detailliert auch noch draußen so. Ich finde es immer schade, dass man dann da nicht hin kann. Sonst beschwere ich mich, wenn Maps zu groß sind. So. Da hätte ich in die andere Richtung laufen sollen. Das gibt's nicht. Wollte schon sagen, er hat doch das Item gewechselt. Ah, okay, das war ein Täusch-Item. Okay, immerhin schon mal eingekriegt. 4 Leben noch, krass. Alles aus der Area hier. Ja, voll krass. Ja, klar. Das gehört natürlich dazu. Keine Runde Requisitenjagd, ohne sich selbst zu flashen. Das ist einfach keine wahre Runde. Das habe ich noch nie so. Hier bin ich, glaube ich, noch nie so wirklich durchgelaufen. Man kann sogar hier hoch. Warum wusste ich das nicht? Hä, hier muss doch einer sein. Gibt's nicht. Mich juckt es am Finger. Ich habe Angst, dass ich gestochen wurde. Ich muss mich kratzen. Es ist wirklich die Mückenpandemie. Jetzt bei diesem Wetterumschwung, wenn es immer so einmal am Tag Gewitter gibt, dann kommen die alle. Weil sie denken, hier drin ist es aber schöner als draußen im Regen. Oh, hier kann man hoch. Hier kann man auch hoch. Kann man theoretisch hier so um die Ecke springen und da oben versuchen zu freezen. Naja, ist aber nicht so stark, um ehrlich zu sein. Das gibt's doch nicht. Ich sehe aber auch echt niemanden. Ich sehe echt niemanden. Oh Mist, keine Flash. Ich doch auch schon 1 Million Mal. Ohne Witz, Leute. Ja, toll. Und uns fehlen noch 2 Leute. Das schaffen wir einfach nicht. Ja, natürlich nochmal selbst geflasht. Wichtig. Hier wird einer markiert, aber scheinbar ist er nicht mehr da, nehme ich an. Hui. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. War auch nur ein Täusch-Item. Ja, wirklich schlampig gewesen. Sehr, sehr schlampig. Oh, er hat sich noch zum Computer umgewandelt oder was das sein soll. Da wird schon ein Computer sein. Okay, jetzt bitte ein bisschen Item-Luck, ein bisschen Item-Luck.
Ah, toll. Toll, weißt du, das hätte ich gebraucht als zweites, damit ich mich dann hätte mir ein Versteck damit bauen können. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das Problem ist, ich habe nicht mehr viel Zeit. Man kann es probieren. So, Punkt, um mich unsichtbar zu machen. Wo habe ich Punkt? Hier. Okay. Kann ich hier wenigstens ein bisschen durchgucken. Okay, Leute. Es kann funktionieren. Und eigentlich nimmt man dann halt, wechselt man danach das Item und versteckt sich da dahinter. Ah, alles klar, das ist so ein Witz. Das ist doch so ein Witz, Leute. Ja, also, dass er mich da gefunden hat, war jetzt keine große Sache. Aber vorher, ey, komm, das war doch gar nicht so schlecht. Ich fand's echt nicht so schlecht. Vielleicht sah es von außen nicht so perfekt aus, wie ich es erwartet hatte. Okay, okay. Ja, das ist okay. Die Kiste auf dem Auto ist nicht schlecht. Kann man machen. Solide. Achso, die sind zu zweit hier auf dem Auto. Das ist natürlich stark. Clan Solo. Auch Clan Solo. Ah, okay. Ja, jetzt wäre ich aber auch gerannt. Ich habe für ihn, er kann auch mal wechseln. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Jetzt könnte er nochmal wechseln. Lyric Globe. Dann haben wir hier noch ein Fass. Okay. Oh Gott, das war aber knapp. Hä, wo kamen die Schüsse her? Manchmal verstehe ich das nicht. Pesha Rose 03. Eigentlich ist die Box gar kein so schlechtes Item. Vielleicht hätte ich es einfach mal mit der Box probieren sollen. Aber ich wollte unbedingt das Versteck mit den Wänden ausprobieren. Nur schlecht, wenn man die Wand als letztes kriegt. Aber die Wand ist eigentlich ein ganz cooles Item, finde ich. Naja, Leute. Nicht weiter schlimm. Ist ja der letzte? Ne, zwei leben noch. Achso, das Fass lebt noch. Pasha Rose und Lyrical Globe. Ah, Lyrical Globe verlässt uns jetzt, glaube ich. Ah, schade. Okay, dann haben wir nur noch Pasha Rose. Oh Leute, das kann doch nicht wieder so eine Niederlagenfolge werden. Aber 1 Minute 45 jetzt als Fass ist schwer, sag ich mal. Ist schwer. Ich hoffe natürlich, Tasha schafft das. Wie sieht's denn aus? Ja, sie ist auf dem dritten Platz. Sie ist zumindest schon mal besser als ich. Und sie hat schon 5 Ziele. Nur 1. Wir sind aber früh gestorben, muss ich dazu sagen. Hm, haben wir denn so im Gegnerteam? Wishmaster. Ist stark. Jetzt schon fast 4000 Punkte ist stark. Nach gerade mal 1,5 Runden. Oh je. Oh je. Das war's. Schade. Schade. Wir müssen jetzt alle finden, sonst ist die Runde direkt vorbei. Die letzte Runde war doch erst zu kurz. Ist noch direkt eine hinterher, die so kurz ist. Hm. Oh Gott, das sind aber jämmerliche Geräusche hier. Jämmerliche Geräusche. Ja, ich hatte überlegt, dass ich mal ein paar neue Beats mache für die Videos als Hintergrund. Und zwar so Lo-Fi-Style. Einfach, weil ich mal Bock auf was Neues habe im Hintergrund. Vielleicht mache ich das morgen mal. Das heißt, in den Videos hier werdet ihr safe noch die alten bekannten Beats hören. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen einfach mal im Laufe des Tages ein paar Lo-Fi-Beats machen. Die chilliger sind so für den Hintergrund der Videos. Ist einfach angenehmer, finde ich, Lo-Fi. Huch, ich wollte den hier abbrechen. Eigentlich muss man immer direkt hier gucken. Hier als so ein Ding einfach daneben kann man schon machen. Hatte ich nicht herausgefunden, dass man hier drauf kann? Bis hierhin kann man. Muss ich mir mal gleich merken. Ja, einfach mal. Ich habe einen getroffen, oder? Habe ich mir das eingebildet? Ich habe auf jeden Fall einen getroffen. Das gibt's nicht. Ich brauche noch eine Flash. Ich brauche noch eine Flash. Ich
Hier ist einer, aber was ist er? Ich muss aufpassen, dass er mir nicht abhaut. Ich dachte halt, safe einer der Stühle. Das gibt's nicht. Werf noch eine Flash. Jetzt ist er weg. Was war der? Was war? Er hat es geschafft, mich zu tricksen, Alter. Ich hasse das. Wenn Leute das schaffen. Dann bin ich mal weg. Das war stark. Oh ja. Okay, da hinten. Okay, wird wahrscheinlich hier reingerannt sein und dann dadurch, ne? Ja, okay, war nicht schlecht. Alter, hier werden jetzt 20 Millionen Täusch-Items gerade zerstört. Nur noch eine Requisite findet und zerstört sie. Komm, dann müssen wir kriegen, wir haben noch 1 Minute 38. Mann, der könnte alles sein jetzt. Diese Riesendinger sind mir auch noch nie so bewusst aufgefallen. Man entdeckt immer wieder Sachen auf den Maps, die einem vorher echt nicht aufgefallen sind. Okay, der muss hier irgendwo sein. Ja, natürlich. Klar. Na klar. Markieren da eine Gefahr. Kann ich nicht hoch. Hier wird die Gefahr markiert. Schwierig. Nee, die Gefahr ist nicht hier. Die ist weit weg. Vielleicht auch wieder hier hinten drin. Hier hat der ganze Kraus angefangen. Hier wurde ich veräppelt. Und ich weiß immer noch nicht von wem. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Ja, der schafft es einfach. Der schafft es einfach. Klar. Natürlich zum Ende nochmal selbst flashen. Wer kennt's denn nicht? Niederlage, Alter, 3-0, das kann nicht wahr sein. Was zur Hölle war das? Aber wirklich, was zur Hölle war das? Wow. Ich bin halt kein einziges Mal da durchgelaufen. Aber war stark. Er war stark versteckt. Er hat sich gut der Umgebung angepasst, wie ein Chamäleon. Wie ein Chamäleon. So, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, danke fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video, auch wenn es eine Niederlage war. Falls ja und ihr mehr sehen wollt, gebt doch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video morgen wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.